Dann darf ich die Sitzung eröffnen. Wir sprechen heute über Sarkome. Das heißt, wir haben die essentiellen Disziplinen dabei. Wir starten mit der, sage ich mal, internistischen Onkologie, gefolgt von der Sarkomchirurgie und dann als Abschluss Radioonkologie. Ich werde anfangen, werde am Anfang oder sagen wir mal zwei Drittel der Präsentation über Weichteilsarkom sprechen und dann am Abschluss noch einen kurzen Ausflug zum GIST bzw. zu den Knochensarkomen, Osteosarkom und Ewing-Sarkom geben. Wie wir wissen, ist die Problematik, sage ich jetzt mal, oder die Herausforderung der Behandlung, Diagnostik und Therapie von Sarkomen die Heterogenität. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von einem Orphan Disease, sondern wenn man sich diese verschiedenen Histologien anschaut und jetzt jede Histologie noch für sich selbst als eigene Entität ansieht von Ultra, Ultra, Ultra Orphan Diseases. Es ist da ein integraler Bestandteil. Hier auch die Pathologie, ja, die wir jetzt in diesem Programm jetzt nicht berücksichtigt haben, aber das ist jetzt für mich gerade, sage ich jetzt einmal, ein bisschen ein Trigger, dass wir das nächste Mal vielleicht die Pathologie auch in so eine Session inkludieren sollten, weil es steht und fällt mit der akkuraten Diagnose, um welches Sarkom es sich handelt. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob es sich um ein myxoides Liposarkom handelt. Es macht einen Unterschied, ob es sich um ein dedifferenziertes Liposarkom handelt. Es macht einen Unterschied, ob es sich um ein pleomorphes Liposarkom handelt. Es macht einen Unterschied zum Beispiel, ob es ein embryonales Rhabdomyosarkom ist, ob es ein alveoläres Rhabdomyosarkom ist oder ob es ein pleomorphes Rhabdomyosarkom ist. Das heißt, diese Nuancen sind wesentlich, um die bestmögliche Therapie letztendlich festlegen zu können. Es ist ja nicht nur die Immunohistochemie, sondern auch die Molekularpathologie ein integraler Bestandteil der Sarkomdiagnostik. Das ist nur ein Auszug der Sarkome, die auch molekularpathologisch bestätigt werden müssen. Es ist ja von oben nach unten alphabetisch aufgelistet. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen. Aber ich komme jetzt nur vielleicht zurück auf diese kleinen blau-runzelligen Tumore, ja, wo dann oft in der Immunhistochemie, ich sage jetzt CD99 positiv, ein klein blau-runzelliger Tumor. Naja, das können aber mehrere sein. Das könnte zum Beispiel sein, ein alveoläres Rhabdomyosarkom, ein klein blau-runzelliger Tumor. Es könnte zum Beispiel sein, ein Synovialsarkom, ein klein blau-runzelliger Tumor. Und es könnte auch sein, ein Ewing-Sarkom. Aber es könnte auch ein ganz anderer Tumor sein, wie zum Beispiel ein kleinzelliges Bronchuskarzinom. Das heißt, es ist hier extremst wichtig, und das habe ich auch schon erlebt, dass fälschlicherweise kleinzelliges Bronchuskarzinom am Tisch war. Eine junge Patientin, Nichtraucherin, die dann wie ein kleinzelliges Bronchuskarzinom behandelt wurde und die Molekularpathologie dann letztendlich ein Ewing-Sarkom herauskristallisiert hat. Das heißt, Molekularpathologie hier integraler Bestandteil in der Diagnostik. Und ganz wichtig, Referenzpathologie, weil nicht selten ist die Immunhistochemie, ich sage jetzt nicht falsch, teilweise auch falsch, aber ungenau. Das heißt, es ist hier wichtiger, einer Referenzpathologin, das ist in weiblicher Hand die Sarkompathologie in Österreich, das heißt, ich kann nicht Pathologin sagen, sind nur Pathologinnen, eine Referenzpathologin zu senden, die letztendlich dann für den Kliniker auch sagt, okay, um welche Sarkom-Subentität handelt es sich. Mir ist vollkommen bewusst, dass die therapeutischen Möglichkeiten im Vergleich zu den Big-Tumor-Entities nicht so, sage ich jetzt einmal, mannigfaltig ist und üppig ist, aber dennoch, wenn Sie sehen, 2005, 2020 hat sich doch einiges getan. Das sind jetzt nicht nur systemische Therapie, sondern das sind jetzt auch Biologika und Kombination von, sage ich jetzt einmal, Biologikern plus Chemotherapie. Das heißt, hier hat sich einiges getan, nicht so imposant natürlich wie bei den anderen Tumoren, aber dennoch. Kurzer Ausflug in die adjuvante Therapiesituation. Macht eine adjuvante Chemotherapie in der Behandlung des Weichteilsarkoms Sinn?
Wird meines Erachtens nie richtig beantwortet werden können. Warum? Weil in den meisten Studien Entitäten drinnen waren, erstens einmal viel zu viel, dann sogenannte Low-Risk-Tumor-Entitäten, wo ich nie und nimmer auch an eine Chemotherapie denken würde. Und dann kommt genau das raus, was Sie hier sehen. Kein Unterschied, das macht hier eine adjuvante Chemotherapie bezüglich rezidivfreien Überleben und Gesamtüberleben. Wenn man dann, das ist egal, in welche Studie man reinschaut, in die Subgruppen hineingeht, das ist eine rezente Studie hier wesentlich sind nur die roten Kurven, und das Risikoprofil nach Tumorgröße, nach Histologie, nach Lokalisation, nach Grading aufdröselt, dann sieht man, dass die sogenannten Hochrisikosarkome repräsentiert in den roten Kurven, dass die sehr wohl einen Vorteil haben bezüglich einer Behandlung mit einer adjuvanten Chemotherapie im Vergleich zu keiner adjuvanten Chemotherapie bezüglich Gesamtüberleben und auch bezüglich rezidivfreien Überleben. Die Thematik metastasierte Erkrankung, Monotherapie versus Polychemotherapie. Kurz, wann mache ich Monotherapie? Wann mache ich Polychemotherapie? Wenn ich ein Ansprechen will, werde ich die Kombination geben. Wenn ich eine Stabilisierung will, werde ich eine Monotherapie geben. Aber Sie sehen hier unten, das immer heißt, Doxorubicin ist der Golden Standard in der Erstlinientherapie. Sehe ich nicht so, weil es gibt ja Entitäten, erstens einmal, wo die Doxorubicin meines Erachtens nicht wichtig ist. Ich sage jetzt zum Beispiel das Synovialsarkom. Hier wissen wir, dass eine suffiziente Ifosfamid-Dosis viel wichtiger ist als Anthracyclin. Ich sage da zum Beispiel ein Angiosarkom. Hier auch das Doxorubicin für mich nicht die erste Wahl. Hier sind ganz klar Taxane und VEGF-Inhibitoren die erste Wahl. Und dann denke ich an Tumorentitäten, wo die Chemotherapie für mich abfort überhaupt keinen Sinn macht, wie zum Beispiel das Alveolar-Sarkoma. Hier ist sicher nur Tyrosinkinase-Hemmer effektiv, wie zum Beispiel das Sunitinib oder das Pazopanib. Ich denke an den inflammatorischen Myofibroblastären-Tumor, wo eine ALK-Fusion diagnostisch relevant ist. Hier auch vollkommen sinnlos mit einer Chemotherapie zu arbeiten. Hier ganz sicher die ALK-Inhibitoren, Alectinib, Gritsotinib, die Mittel der ersten Wahl. Und ich denke zum Beispiel auch an das endometriale Stromasarkom, an das Low-Grade-Uterine-endometriales Stromasarkom, 100% Hormonrezeptor positiv hier, dass man ganz normal mit einem Aromatase-Inhibitoren auch in der metastasierten Erkrankung arbeiten kann. Und etc. etc. Das heißt, hier ist auch je nach Histologie differenziert vorzugehen. Was neu ist, ist die Kombination von Strahlentherapie und gewissen Chemotherapeutikern. Wir wissen, es gibt sehr strahlensensitive Histologien wie das Synovialsarkom, das Ewing-Sarkom, das Myxoide-Liposarkom, das ist eben die Abkürzung hier des Myxoid-LPS. Aber es war uns nicht bekannt, inwieweit man das kombinieren kann mit einer Chemotherapie. Doxorubicin sowieso nicht, Ifosfamid in manchen Entitäten, aber wir wussten es nicht vom Trabektidin, vom Iontelis, das Sie kennen. Hier ist seit etwa 2 Jahren bekannt, dass man beim Myxoid-Liposarkom, das ist vor allem an den Extremitäten im Gegensatz zum dedifferenzierten Liposarkom, das vor allem abdominell auftritt, dass das ein sehr strahlensensitiver Tumor ist. Oft kann hier nicht radikal operiert werden, weil das sehr große Tumore sind und dass präoperativ eine Strahlentherapie gegeben werden kann. Und es konnte gezeigt werden, wenn man zu dieser präoperativen Strahlentherapie auch das Trabektidin dazu gibt, das sogenannte Strahlensensitizer, eine umso größere Tumorschrumpfung stattgefunden hat. Zweitens, und das ist das, auf was ich jetzt hinaus möchte, ist, dass auch in der metastasierten Erkrankung selektiv bestrahlt werden kann, plus das Trabektidin voll dosiert werden kann. Sie sehen hier 30 Gray Metastasenbestrahlung, Trabektidin voll dosiert, und Sie sehen hier wirklich gute Ansprechraten, wenn ich ein Ansprechen in der Sarkomerkrankung will. Das heißt, hier sicher auch eine neue Therapieoption, die sich hier auftut,
zusammen mit der Strahlentherapie. In weiterer Folge, was war interessant heuer? Es ist ja nicht so, im Programmtitel habe ich gesehen, quasi State of the Art und Highlights. Was war sicher ein Highlight, ist die Kombination von Doxo und Trabectedin in der Erstlinienbehandlung, weil Sie wissen, es ist registriert in der Zweitlinienbehandlung. Das heißt, Erstlinienbehandlung, relativ homogene Population, was auch relativ selten ist, weil meistens dieses Mixbasket, mehrere Histologien. Das heißt, hier waren nur Leiomyosarkome inkludiert, Uterine und eben Nicht-Uterine. Und was Sie hier sehen, ist, das sind Langzeitbeobachtungsdaten nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von etwa 7 Jahren, das durchaus beeindruckende Gesamtüberlebensdaten sind, progressionsfreie Überlebensdaten, sowohl beim Weichtel als auch beim uterinen Leiomyosarkom. Das Uterine ist prognostisch schlechter, das sollten Sie wissen, als das metastasierte, sage ich jetzt einmal, Nicht-Uterine. Und was finde ich auch sehr interessant ist, und jetzt kommt die Metastasenchirurgie ins Spiel. Ich persönlich bin ein Fan der Metastasenchirurgie. Allerdings muss es selektiert werden. Das heißt nicht für jeden Patienten. Es muss klar sein, dass alle Metastasen, ich sage nicht einseitig, das kann auch durchaus zweiseitig sein, herausoperiert werden können. Und Sie sehen hier, dass von den 12 Patienten, die ein Nicht-Uterines haben und Leiomyosarkom hatten, und von den 8 Patienten, die ein uterines metastasiertes Leiomyosarkom hatten, die letztendlich metastasektomiert worden sind, dass der Median vom Gesamtüberleben nicht erreicht worden ist. Das heißt, hier auch bestätigt das letztendlich, was wir in der Klinik sehen, Metastasenchirurgie macht Sinn, allerdings selektiv einsetzen, und es macht nur Sinn, wenn das interdisziplinär entschieden wird, und es macht auch Sinn, auf die Histologie hier zu schauen, wann eine Metastasenchirurgie indiziert ist. Pazopanib, andere Substanz, Sie kennen es, Registrierungsstudie, Pazopanib versus Placebo, wann setze ich es ein? Ich setze es sehr gerne ein, es wieder auf die Metastasektomie zurückzukommen. Sie wissen, das Zeitintervall von Metastasektomie zu Metastasektomie wird meistens kürzer und kürzer, kürzer. Das heißt, ich setze das Pazopanib meistens an nach Metastasektomie, das heißt, wo die makroskopische Tumorlast nicht nachweisbar ist. Und hier habe ich Patienten, die Jahre, ja, wonach bevor die Intervalle von Metastasektomie zu Metastasektomie Monate waren, schon unter Pazopanib laufen und keine Rückkehr der Metastasierung war. Aber auch hier histologiespezifisch vorgehen, das ist vor allem beim Synovialsarkom und beim malignen peripheren Nervenscheidentumor, sind da jetzt 2 Beispiele, wo ich das sehr gerne einsetze. Eribulin. Sie kennen es auch von Mammakarzinom, wurde hier getestet gegen Dacarbazin, waren die Leiomyosarkome inkludiert, plus die Liposarkome. Bei den Leiomyosarkomen hat es nichts gewirkt, aber bei den sogenannten Liposarkomen, Subgruppe adipozytisch, das heißt, hier sehen Sie, dass das Eribulin besser war als das Dacarbazin, das letztendlich dann zur Registrierung geführt hat vom Eribulin bei den Liposarkomen. Und wenn man sich dann noch die Subgruppen der Liposarkome ansieht, also dedifferenziertes Lipo, myxoides Lipo und pleomorphes Lipo, sieht man, dass das Eribulin vor allem beim pleomorphen Liposarkom sehr effektiv ist. Das ist, führt jetzt wieder zurück zur Einleitung, wo ich gesagt habe, es macht einen Unterschied, ob ein myxoides Liposarkom oder ein pleomorphes Liposarkom, weil beim myxoiden denke ich an das Trabectedin zum Beispiel, aber beim pleomorphen denke ich jetzt an das Eribulin. Das heißt, Histologie hier sicherlich sehr entscheidet. Highlight, gibt keine Session mehr ohne Immuntherapie. Bei den Sarkomen relativ schwierig. Es ist es nach wie vor nicht gelungen, hier einen Surrogat zu identifizieren. Welche Patienten profitieren davon? Ich selbst habe in etwa 30 Patienten behandelt. Es ist uns bis dato auch nicht gelungen, hier einen Surrogat zu identifizieren. Aber es gibt definitiv Patienten, die das jetzt auch schon über Jahre bekommen, wo die Erkrankung stabil ist. Und wir reden von vorbehandelten Patienten. Aber letztendlich auch hier ein Ansatz in der lokalisierten Erkrankung, lokalisiert fortgeschritten. Sie sind präoperativ alle Patienten Immuntherapie, Nivo und Ipilimumab. UPS ist das undifferenzierte pleomorphe Sarkom, DDLPS ist das dedifferenzierte Liposarkom,
Die undifferenziert Pleomorphen haben noch präoperativ eine zusätzliche Strahltherapie bekommen. Und was man hier gesehen hat, vor allem bei den undifferenzierten Pleomorphensarkomen, ist, dass der Hyalinisierungsgrad extremst ausgeprägt war im Gegensatz zum Biopsat vor der Therapie. Das sind die Resektionspräparate. Allerdings muss man sich die Frage gefallen lassen, wie viel Strahlentherapieeffekt dabei ist. Also wir wissen, Immuntherapie führt auch zur Hyalinisierung, aber wir wissen auch sehr wohl, dass eine Strahlentherapie zu einer Hyalinisierung führt des Tumorgewebes und auch zu einer Abnahme der vitalen Tumorzellen. Das heißt, hier wird wahrscheinlich eine Randomisierung notwendig sein, um das letztendlich differenzieren zu können. Kurzer Ausflug in den GIST. Sie wissen, Erstlinie Imatinib, Sunitinib, Drittlinie Regorafenib, Imatinib, adjuvante Therapie, 3 Jahre Hochrisikosituation Standard. Was ist neu? Das Ripretinib und das Avapritinib. Avapritinib rezent zugelassen, ich glaube vor circa 2 Monaten, in den B842V-mutierten GIST-Patienten. Wir wissen, das ist eine Mutation, wo alle anderen TKIs sinnlos sind. Und das Avapritinib hat jetzt die Zulassung in den metastasierten GIST mit D842V-Mutation. Das heißt, das sicher practice-changing. Ausflug in die Knochensarkome, Ewing-Sarkom. Was war hier neu? Oben der europäische Ansatz in der Behandlung des Ewing-Sarkoms. Unten sage ich jetzt einmal der amerikanische Ansatz, der europäische Ansatz wieder gefolgt von Operation, gefolgt von Strahlentherapie plus minus Wei oder Wack. Das heißt, hier die Herren bekommen Wei, die weiblichen Patienten bekommen Wack. Randomisiert gegen VDCIE, Operation, Strahlen, VCIE. Was ist der Unterschied? Das kann ambulant verabreicht werden. Da ist die Therapiedauer, wie Sie sehen, kürzer. Das kann nicht, man kann schon, aber ich rate davon ab, das ambulant zu verabreichen. Und Toxizität hier sicher ein Thema. Und was Sie sehen, ist, dass der kurze Ansatz, ich gehe nochmal zurück, das heißt, dieser Ansatz hier, dem Wiederansatz überlegen ist. Allerdings Limitation. Keine molekularpathologische Bestätigung notwendig. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Ewing-Sarkome da keine Ewing-Sarkome sind. Und wir wissen, es gibt Ewing-Sarkom-Mutationen, die CHIKTUX4-Mutation, die via Ewing-Sarkom behandelt wird, aber extrem prognostisch schlecht ist. Das heißt, mit Vorsicht zu genießen und auch in den Hochrisikopatienten, die eigentlich autologe KMT bekommen sollten, hier auch weiß ich nicht, ob das VDCIE besser ist, allerdings sehr junge Patienten, sage ich, normales Risiko, hier ist sicher Option, das zu tun, es geht ambulant, es ist weniger toxisch, es dauert kürzer, das heißt hier sicher ein Thema, vor allem für junge Patienten, hier das ambulant zu verabreichen. Letzte Abbildung, was gibt es Neues beim Osteosarkom? Leider, nein, nichts. Osteosarkom für mich eines der, sage ich jetzt einmal, frustrierendsten Tumorentitäten, da sind wir 20 Jahre wieder zurückgeworfen. Sage jetzt einmal, 10 Jahre lang Rekrutierung für so eine Studie, präoperativ MAP, Operation, dann postoperativ MAP versus MAP plus Ifosfamid, Arme geschlossen, weil ineffektiv. Das heißt, letztendlich behandeln wir alle Patienten, egal ob Good Response oder Poor Response, präoperativ MAP, also Methotrexat, Cisplatin, Anthracycline, Operation, gefolgt von derselben Therapie. Schlecht, Sinnhaftigkeit von Phase 3 bei so seltenen Erkrankungen stelle ich immer zur Frage, ob hier nicht besser gewesen wäre, Phase 2 zu machen, da hat man früher die Ergebnisse und muss da nicht 10 Jahre rekrutieren und ist 20 Jahre lang zurückgeworfen. Das wäre es von meiner Seite. Kurze Zusammenfassung. Das heißt, klar, Sarkome heterogen. Ja, fast jede Histologie als einzelne Tumorentität. Ich denke, es ist hier absolut wichtig, von multidisziplinär von Anfang an zu beginnen und auch es zu vollenden, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, gerade bei Orphan Disease ist das hier natürlich die Behandlungsexpertise eine sehr große Rolle spielt. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.